Naja, dass wir es gewinnen wollten, das war klar. Das, wir sind ein bisschen schwer ins Spiel gekommen, weil Zack hatte ein bisschen umgestellt, taktisch anders gespielt, als wir das im ersten Moment erwartet haben. Haben uns da hin und wieder Mühe bereitet am Anfang, dann auch mit den Standards. Wir haben dann umgestellt auf 3-5-2, dann Fuchs ein bisschen ins Zentrum gezogen, dann sind wir, haben wir stabiler gestanden. Aber nichtsdestotrotz haben wir eine Vielzahl an Möglichkeiten heute rausgespielt. Es war nicht einfach zu spielen auf dem Platz, der doch sehr, sehr uneben ist und hupplig war. Also Fußballspielen war schwierig und Basisberg hat es mir probiert. Wir haben es aber da hin und wieder auch geknackt und dann sind wir zu Torchancen gekommen. Und unterm Strich, aufgrund der Vielzahl der Möglichkeiten, gerade zu der Halbzeit, auch erste Halbzeit schon klare Chancen, denke ich, ist das ein hochverdienter Sieg von uns, der wir uns mit viel Wille und Leidenschaft gegen eine sehr, sehr gute fußballerische Babelsberger Mannschaft erarbeitet haben. Unterm Strich, die drei Punkte nehmen wir gerne mit und ja, wünsche Babelsberg natürlich für den Rest der Saison alles Gute.